Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Stuttgart 21 ist ein Immobilienspekulationsprojekt. Jetzt 100 Hektar Gleisfläche sollen bebaut werden, damit Kapital verwertet werden kann. Und deshalb sollen die Gleise weg und deshalb muss der Bahnhof nach unten. Als Winfried Hamer noch kein Verkehrsminister war, hat er mal in einer Rede darüber berichtet, dass in der frühere Bahnchef Dörr davon vorgeschwärmt hat, dass er beim Hubschrauberüberflug über die Gleise in dem Hauptbahnhof, dass ihm da ein Licht aufgegangen sei. Und Dörr hat soll Folgendes gesagt haben. Dann ist mir klar geworden, das sind Filetstücke mitten in der Stadt. Wenn wir den Bahnhof unterirdisch machen wie in New York, dann verkaufen wir das Gelände zu besten Preisen, den Quadratmeter zu 10.000 Mark oder mehr. Unglaublich. Bei den Schlichtungen wurden Quadratmeterpreise von 3.000 Euro für das geplante Rosensteinviertel genannt. Da kann uns eigentlich doch niemand einreden, dass hier für Normalverdiener und junge Familien bezahlbaren Wohnraum entstehen könnte. Und ich finde, es ist schon ziemlich ein Hammer, dass Oberbürgermeister Kuhn im Herbst eine Bürgerbeteiligung zur Bebauung des Rosensteinviertels organisieren will, bei dem genau dieser Schwindel von bezahlbaren Wohnungen durch das geplante Rosensteinviertel die Grundlage sein soll. Wir brauchen dieses Gleisvorfeld nicht, um ausreichend und für alle bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Wir haben in dieser Stadt 11.000 Wohnungen und über 450.000 Quadratmeter Gewerbefläche, die leer stehen. Anstatt Hauseigentümer für Stuttgart 21 zu enteignen, sollten Immobilienspekulanten enteignet werden, damit spekulativer Leerstand für Wohn- und andere gesellschaftlich sinnvolle Zwecke verwendet werden kann. Und die Enteignung von Immobilienspekulanten, die wäre tatsächlich mal eine Enteignung im öffentlichen Interesse. Es wurde schon gesagt, im Nordbahnhof und auch anderswo in Stuttgart gibt es noch bezahlbaren Wohnraum. Aber er wird immer weniger. Durch Mietenexplosion und Abriss werden preisgünstige Altbauwohnungen systematisch vom Markt geräumt. In Sanierungsgebieten ist es sogar so, dass die Stadt die Kosten für den Abriss von Altbauwohnungen zugunsten von teuren Neubauten übernimmt. Und diese Veruntreuung unserer Steuergelder muss meiner Meinung nach gestoppt werden. Stuttgart 21 wirkt bei der Vernichtung von günstigem Wohnraum als Katalysator. Das Viertel hier ist ein Paradebeispiel. Die Immobilienhalle wieder hier tatsächlich fette Beute, denn das Nordbahnhof wird zu einem Filetstück, weil es durch Stuttgart 21 näher an die Innenstadt rücken und das geplante Rosensteinviertel angrenzen würde. Im Nordbahnhofviertel gibt es 900 ehemalige Eisenbahnerwohnungen, das waren Dienstwohnungen für die Leute, die auch nicht gerade viel verdient haben. Das sind zum Beispiel diese majestätischen Backsteinhäuser da hinten in der Nordbahnhofstraße, aber auch viele Häuser, die wir letztes Mal bei der Demo an den Straßen gesehen haben. Nach inoffiziellen Angaben wurden die Wohnungen der Eisenbahnsiedlungsgesellschaft im Rahmen der Bahnprivatisierung im Jahr 2001 für durchschnittlich 50.000 Euro privatisiert und im Jahr 2012 hat die LBBW die Wohnungen für durchschnittlich 70.000 Euro an die Heuschrecke Patricia verkauft. Die Patricia formiert sich inzwischen als Südewo, hat sich also umbenannt. Jetzt könnte man vielleicht meinen, wenn man sieht, was hier abgeht und was wir letztes Mal gehört haben über den Baustellendarm,
Jetzt könnte man meinen, dass die Mieten aufgrund der S21-Baustelle zumindest vorübergehend nicht weiter steigen können, also dass der Markt es nicht hergibt. Aber weit gefehlt, es ist leider so, dass der Mangel an Wohnungen die Menschen dazu zwingt, hier auf der Baustelle zu wohnen, egal ob als Mieter oder als Besitzer einer Eigentumswohnung, denn es gibt gar keine bezahlbaren Alternativen. Und es ist dieser Mangel an Wohnungen, der es der Südewo erlaubt, die Bestandsmieten immer weiter zu erhöhen und bei Neuvermietungen mit unter Hunderten von Euro draufzuschlagen, trotz Baustelle. Aktuell haben die Mieter der Südewo wieder eine Mieterhöhung bekommen. Und eine Wohnung in der Rosensteinstraße zum Beispiel, die Mitte 2012 noch 397 Euro Kaltmiete gekostet hat, soll ab August 2014 474 Euro kosten, Kaltmiete. Das sind 20% mehr. Und gleichzeitig sind die Betriebs- und Teilskosten auch enorm gestiegen. Dazu kommt, wir von den Mietinitiativen haben festgestellt, dass die Südewo genauso wie die städtische SWSG die Mieten viel zu hoch im Mietspiegel einstuft. Die Wohnung zum Beispiel in der Rosensteinstraße, also das ist die da unten, wo wir letztes Mal entlang gegangen sind, direkt an der Baulogistikstraße an den Gleisen. Die Wohnungen da werden zum Beispiel als beste Wohnlage von der Südewo eingestuft. Das heißt, die behaupten, da würde man wohnen wie auf dem Kiesbau. Und das gilt übrigens auch für andere Straßen, da gibt es auch diese Lage mit Vorteil, nennt sich das, oder beste Wohnlage. Aber hier gab es niemals Killesdorf-Niveau bei den Wohnlagen und aufgrund der Baulogistikstraße und dem ganzen Krach gibt es erst recht keine beste Wohnlage. Das ist ja klar und wir werden natürlich dagegen ankämpfen. Es gab einen Fall. Vom Amtsgericht gelandet. Das Amtsgericht hat entschieden, dass diese Einstufung der Südewo die zu hohe Einstufung aberkannt. Aber was hat die Südewo gemacht? Sie ist in Berufung gegangen und es zeigt, mit welchen Bandagen hier Mietabzüge betrieben wird. Die Entscheidung steht noch aus dem Landgericht. Wir werden da gucken, machen, dass der Prozess verloren geht. Es gibt auch noch einen anderen Skandal. Hier im Nordbahnhof in Bezug auf Wohnen. An der S-Bahn-Haltestelle Nordbahnhof gab es ein Studentenwohnheim. Weil die Baulogistikstraße wirklich direkt vor dem Gebäude vorbeifährt und man der Meinung war, dass der Lärm da unzumutbar wäre für die Bewohner, hat man dieses Studentenwohnheim entmietet und den Studenten eine Alternative angeboten. Jetzt hat aber die Stadt Stuttgart in diesem Wohnheim 120 Flüchtlinge auf engstem Raum untergebracht. Und das heißt, die Menschen, die durch ihre Flucht die Hölle auf Erden hinter sich haben, werden dem Höllenlärm der Fahrzeuge direkt vor ihrem Fenster ausgesetzt. Das ist menschenunwürdig. Im Nordbahnhof wird deutlich, Stadtzerstörung bedeutet auch Zerstörung von bezahlbarem Wohnraum durch Mietpreistreiberei. Wenn man das schon während der Bauphase von Stuttgart 21 erlebt, dann kann man sich leicht ausmalen, was im Nordbahnhof passiert, wenn Stuttgart 21 fertig gebaut würde. Kein Mieter, der heute noch in diesen wunderschönen Backsteinhäusern in der Nordbahnhofstraße wohnt, wird die Mieten nach einer Modernisierung bezahlen können. Kein Mieter wird bei Weiterverkauf der Wohnungen in der Lage sein, die völlig überteuerten Preise für Eigentumswohnungen zu bezahlen. Das heißt, den heutigen Mietern droht die Vertreibung aus ihrem Stadtteil und sie hat bereits begonnen. Es ist gut, dass Mieter angefangen haben, sich in Mieterinitiativen zusammenzuschließen. Und ich glaube auch, die Bewegung in Stuttgart 21 war dafür auch eine Ermutigung.
Wir kämpfen gemeinsam gegen den Mietenwahnsinn. Und es ist auch gut, dass es jetzt einen Leerstandsmelder für Stuttgart gibt. Der Flyer wurde hier, glaube ich, auch schon verteilt. Also es geht darum, auch die Leerstände zu skandalisieren und die Häuser, die da leer stehen, zu dokumentieren. Die Mieteninitiative im Nordbahnhofviertel lädt Mittwoch, den 30. Juli, die Mieter der Südebohr und alle anderen Interessierten zu einer Mieterversammlung um 19 Uhr ins Haus 49 in der Mitternachtstraße ein. Schon bei der letzten Mieterversammlung haben die Nordlichter an der Versammlung teilgenommen und von den Auswirkungen von Stuttgart 21 auf das Viertel gesprochen. Ich finde, das ist ein positives Beispiel von Vernetzung, das Schulen machen sollte. Und ich bin sicher, dass es längerfristig auch dazu führt, dass Mieter, die bisher noch nie auf der Montagsdemo waren, sich auch unserem Protest anschließen werden. Zum Schluss, Recht auf Stadt für alle statt Stadtzerstörung für die Profitinteressen von wenigen. Mieten runter in Stuttgart, Stuttgart 21 stoppen, oben bleiben im Widerstand.